mal kurz 2 Wochen zurückdenken. Wir haben uns ja da mehrere Wochen lang mit probabilistischen Ansätzen in der Computerlinguistik beschäftigt und insbesondere zuletzt mit Hidden-Markov-Modellen. Hidden-Markov-Modellen waren das erste Modell, das eine wirklich breite Anwendungsmöglichkeit hat. Das Wesentliche daran ist ja, dass wir diese versteckte Ebene, die Hidden-Ebene haben. Und allgemeiner bezeichnet man diese Art von Modellen auch als Hidden Variable Modelle. Also man sieht diese Zustände, die ja oft Part-of-Speech-Tags entsprechen in vielen Anwendungen, die sieht man als einen versteckten Zustand des Systems, so versteckte Variablen. Und das Ziel ist, anhand der Oberflächenform, also die Wörter, die als Eingabe dienen, habe ich hier rot dargestellt, Rückschlüsse über diese versteckten Variablen zu ziehen. Und damit haben wir natürlich damit ist ein allgemeines LAN-Modell, das es erlaubt, nicht an der Oberfläche sichtbare Informationen zu annotieren, also linguistische Interpretation. Wir hatten ja ein paar Beispiele, ich hatte ein paar Beispiele gegeben, wie man solche Hidden-Markov-Modelle auch noch für andere Tagging-Aufgaben nutzen kann. Also im Prinzip alles, was ich als ein Tagging-Problem, ein Problem bei der Sequenz von Eingabesymbolen mit irgendwelchen Kategorien gelabelt werden soll, alles, was sich so darstellen lässt, lässt sich auch mit dem Hidden-Markov-Modell letztlich behandeln. Ob das dann die optimale Lösung ist oder andere Landverfahren besser geeignet sind, das hängt von der einzelnen Aufgabenstellung ab. So, also das ist sozusagen grundsätzlich mal die Art von Modell, mit der wir es zu tun haben. Sie erinnern sich auch noch, es handelt sich um ein sogenanntes generatives Modell. Unter generativen statistischen Modellen versteht man Modelle, die man als einen Zufallsprozess auffassen kann, der formale Wörter, also sprachliche Äußerungen generiert. In diesem Fall war der Prozess ja so, dass er zuerst die Sequenz von Part-of-Speech-Tags generiert, also die versteckten Variablen, und dann mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zufällige Oberflächenwörter in Abhängigkeit des jeweiligen Part-of-Speech-Tags generiert. Das ist kein sehr realistisches Modell, und wenn wir sowas für Zufallstextgenerierung anwenden würden, dann würden wir völligen Nonsens-Text kriegen, der wahrscheinlich sehr oft syntaktisch korrekte Strukturen aufweist, also zumindest in Abhängigkeit von den Part-of-Speech-Tags, also wird Nominalphrasen bilden, oft auch Subjekt-Verb-Objekt im Englischen bilden können. Aber die Wörter, die letztlich drinstehen, die sind rein zufällig, haben semantisch also überhaupt keinen Zusammenhang. Die einfachen N-Gramm-Modelle auf Zeichenebene, mit denen wir schon Zufallstext erzeugt haben, die funktionieren da eigentlich besser. Denn die Zeichensequenzen, die gehen ja über die Wörter hinweg. Und bei hinreichend hoher Ordnung des Modells werden auch Buchstaben des vorangegebenen Wortes berücksichtigt und damit kann er gewissermaßen semantische Zusammenhänge oder genau gesagt typische Wortfolgen lernen. Das Hidden-Markov-Modell kann keine typischen Wortfolgen lernen. Es kann Sequenzinformationen, also Abfolgeinformationen, nur auf Ebene der versteckten Variablen lernen. Das heißt, was dieses Modell letztlich lernen kann, hängt ganz stark davon ab, welches Tagset Sie hier definieren, also welche Zustände Sie dem Modell geben. Das ist auch richtig, wenn Sie Hidden-Markov-Modelle einsetzen wollen. Das ist eine wichtige Überlegung und teilweise ist das Design des Tagsets auch von solchen Überlegungen motiviert. Also zum Beispiel, als die Pen-Tree-Bank geschaffen wurde, das Pen-Tagset, da haben sich gerade solche statistischen Tagging-Modelle entwickelt und es war sicher auch eine Überlegung, dass man in dieses Tagset Informationen reinsteckt, die das Modell braucht, um korrekte Sequenzen zu bilden, um sozusagen die Abfolge von Wortkategorien lernen zu können. Zum Beispiel eben diese ganze morphologische Information, Singular und Plural wird unterschieden. Beim Verb dritte Person Singular gegen andere Formen. Dadurch kann dieses Modell Agreement zwischen Subjekt und Verb lernen. Wenn wir wie im deutschen Tagset nur Substantiv und Verb-Tags hätten, ohne diese Numerus-Information, dann könnte das Hidden-Markov-Modell dieses Agreement nicht lernen. Dann würde es also, wenn wir Zufallstext generieren, praktisch beliebig Singular-Subjekt mit dem Plural-Verb kombinieren. Weil das Tagset die Information enthält, wird es das aber nicht machen. Ich hätte schon mal vorgehen sollen. Das war jetzt auch nochmal die Idee. Es gibt auch andere Einsatzmöglichkeiten von Hidden-Markov-Modellen als ein reines, sozusagen ein überwachtes Lernverfahren für solche Tagging-Aufgaben. Wir können das Hidden-Markov-Modell ja auch als Sprachmodell verwenden. Also wir das als generatives Modell generiert es ja immer eine Kombination aus einer Folge von Zuständen, also Speech-Tags, und einer Folge von Oberflächensymbolen, den Satz. Wir können aber ja letztlich auch diese Hidden States, die Hidden Variables einfach ignorieren und sagen, wir schauen uns nur an, was für Sätze es generiert und mit welcher Wahrscheinlichkeit. Damit hätten wir dann wieder ein Sprachmodell, also ein Hidden-Markov-Modell,
kann auch eine Alternative zu einem Engram-Modell sein. In vielen Anwendungsfällen, wenn es zum Beispiel bei dem Speech Recognizer, also bei der Spracherkennung, zur Desambiguierung verwenden wollen, dann ist ein Deep-Markov-Modell sicher kein geeignetes Modell, denn da es ja keine Abhängigkeit zwischen den lexikalischen Wörtern bilden kann, wird es auch völlig unsinnige Interpretationen akzeptieren, solange die syntaktisch in die Folge der Part-of-Speech-Tags gut passt. Und selbst wenn wir es verwenden, gibt es einige Probleme damit, die ich hier aufgelistet habe. Es ist eben doch ein sehr, sehr, sehr vereinfachtes Modell. Und wir hatten ja, wenn Sie sich daran erinnern, was wir in der Literatur dazu finden, da werden meist Trigramm-Modelle bestenfalls eingesetzt. Also bei Speech-Tagging verwendet man Trigramm-Modelle, das heißt, es werden immer nur zwei vorangehende Tags berücksichtigt. Wir können also wirklich nur sehr lokale syntaktische Strukturen lernen. Das reicht für die Strukturen der englischen Nominalphrase. Das reicht, um zu erkennen, dass ein Offenverb meistens eine Nominalphrase oder vielleicht ein Adverb folgt oder manchmal eine Präpositionalphrase. Aber es reicht sicher nicht, um wirklich größere syntaktische Strukturen zu lernen und insbesondere sogenannte Long-Distance-Dependencies. Also wenn ein Wort von einem anderen Wort abhängt, das im Satz sehr weit entfernt stehen kann. Das haben wir gerade in Sprachen wie Deutsch mit relativ freier Wortstellung. Zum Beispiel abgetrennte Verbpartikel. Wir haben Partikelverben wie etwas ablesen, da kann man auch im normalen Indikativsatz, heißt es aber, der Monteur liest und dann kann ganz viel kommen, was der abliest und wann er das tut und ganz zum Schluss des Satzes kommt erst die Verbpartikel ab. Und letztlich um zu erkennen, dass es sich bei ab nicht um eine Präposition oder sonst was um die Verbpartikel handelt, muss ich mir natürlich merken, dass vorher das Verb da war. Ich habe also wirklich eine sehr Long-Distance-Dependency, bei der die beiden Wörter sehr weit voneinander entfernt sind. Und das Deep-Markov-Modell kann sowas natürlich nicht lernen, weil es nur dieses kleine Fenster von zwei vorangehenden Wörtern überhaupt anschaut. Und wenn man die Ordnung höher machen würde, um solche entfernteren Strukturen auch zu erkennen, dann kriegen wir natürlich noch extremere Data-Sparseness-Probleme. Wir haben gesehen, dass es mit dem Trigramm schon schwierig sein kann, bei dem Part-of-Speech-Tagging, also schon relativ schlau ausgefuchste Interpolation oder Backoff braucht. Wenn wir die Ordnung viel höher machen würden, dann würden wir so wenig in den Trainingsdaten finden, dass eigentlich gar nicht mehr sinnvoll lernen kann. So. Das ist eine Sache, die ich mal kurz angerissen hatte, über die wir noch nicht so richtig gesprochen hatten. Hatten ein Problem bei diesen Hidden Markov-Modellen, also gerade für Part-of-Speech-Tagging, ist ja, dass wir relativ große Mengen Trainingsdaten brauchen. Erinnern Sie sich noch an diese Learning Curves? Also so richtig gut wurde das Modell, das war dieser TMT-Tagger, der genau das Hidden Markov-Modell umsetzt. Und auf der Penn Treebank trainiert, also bis zu 1 Million Wörter englisch handannotierten Text, ist es so richtig gut erst geworden, wenn man die volle 1 Million Wörter oder wenigstens 500.000 Wörter als Trainingsdaten hat. Also passabel war es ab 30.000 bis 50.000 Wörter, ordentlich bei 100.000, aber letztlich für ein gutes Ergebnis hat man 500.000 oder 1 Million Wörter gebraucht und es ist sehr aufwendig, so viel zu annotieren. Eine Erkenntnis, was man in einigen Artikeln wiederfinden kann, ist, dass natürlich diese Trigramme, die Trigramm-Wahrscheinlichkeiten, die lassen sich aus kleineren Mengen lernen. Also da reichen dann die 30.000 bis 50.000 Wörter. Aber das Problem sind die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten. Ja, dass ich weiß, welche Wörter gibt es, welche Part-of-Speech-Tags können die haben, welche Präferenzen haben die. Dazu werden diese riesigen Mengen Trainingsdaten benötigt. Und jetzt wäre es schön, wenn man nicht alles handannotiert bräuchte, sondern so ein Modell auch auf unannotierten Texten. Also Text besorgen, englische Texte besorgen, ist kein Problem. Da können wir schnell mal ein paar Milliarden Wörter vom Web holen, ein paar Milliarden Wörter aus Zeitungen. Gutenberg Archives bringen uns auch 1 Milliarde Wörter oder irgendwas ein paar 100 Millionen Wörter literarische Texte. Also Textverfügbarkeit ist das viel kleinere Problem. Das Problem ist einfach, dass es so aufwendig und teuer ist, die manuell zu annotieren und Kurzzeile zu stellen. Deswegen haben wir sich überlegt, kann man das auch ohne das machen? Also mit dem Goldstandard ist es ja sehr einfach, das Modell zu trainieren. Da können wir einfach direkt diese Übergangswahrscheinlichkeiten und die Ausgabewahrscheinlichkeiten ablesen, als Maximum Likelihood Estimate, Häufigkeit von Trigramm geteilt durch die Häufigkeit des Bigramms, das die History bildet, und dann verschiedene Smoothing-Verfahren eben anzuwenden, damit wir keine Nullwahrscheinlichkeiten kriegen. So. Wenn ich jetzt die Annotation nicht habe, also kein überwachtes Training, dann ist es natürlich mal eigentlich gar nicht möglich, weil wir an die Parameter für diese versteckten Variablen, für die Hidden States ja gar nicht rankommen. Und da gibt es ein
Eine ganz einfache Lösung, die sich Leute überlegt haben, so eine Ad-Hoc-Heuristik, war sogenannte Self-Training. Also wir erstellen nur eine relativ kleine Menge an Trainingsdaten manuell, vielleicht so 20.000, 30.000 Wörter, das ist relativ schnell gemacht, trainieren den Tagger erstmal darauf und dann geben wir dem Tagger einfach eine Menge unannotierten Text, lassen ihn automatisch taggen und nehmen dann dieses automatisch getaggte Material als Trainingsdaten. Das klingt ein bisschen zirkulär, die Hoffnung ist so ungefähr, wenn ich viel Text anschaue, gibt es natürlich auch einige Situationen, wo das Tagging relativ eindeutig ist, sozusagen die einfacheren Fälle. Und aus diesen einfacheren Fällen, die wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit schon richtig machen, auch unser erster Tagger, und daraus kann er wieder was lernen. Und beim zweiten Durchgang, also wird die kompletten unannotierten Trainingsdaten nochmal von einem verbesserten Tagger getaggt, ist noch etwas besser, kann wieder besser trainiert werden und so weiter. So kann man also zirkulär durch wiederholtes Taggen und Trainieren auf den automatisch getaggten Daten den Tagger hoffentlich immer weiter verbessern. Hat dann aber festgestellt, es funktioniert extrem schlecht. Meistens wird es sogar schlechter dadurch, weil er natürlich auch aus seinen eigenen Fehlern lernt. Eine kritische Sache, ein Grund, warum das passiert, habe ich, glaube ich, schon genannt eigentlich. Es gibt Stellen, die relativ leicht zu taggen sind, zuverlässig getaggt werden, daraus kann er was lernen. Es gibt viele andere Stellen, die schwer zu taggen sind, wo er vielleicht auch zwischen der korrekten oder der Lösung, die er wählt, und einer Alternativlösung ein ganz kleiner Wahrscheinlichkeitsunterschied besteht. Da wir den aber zum Taggen zwingen, entscheidet er sich natürlich an jeder Stelle für die wahrscheinlichste Lösung bzw. den wahrscheinlichsten Pfad, auch wenn es andere gegeben hätte, die fast genauso gut sind. Also das heißt, der Tagger wird dazu gezwungen, viele Fehler zu machen und lernt dann aus den Fehlern, dadurch werden die bestärkt, beim nächsten Durchgang noch wahrscheinlicher gemacht. Und das heißt, wenn er einmal Fehler gemacht hat, kann sein, dass sich das selbst bestärkt und immer stärker in diese Fehler reinkommt. Deswegen hat man sich einen systematischen, vernünftigeren Ansatz überlegt. Man hat sich gesagt, okay, wenn ich natürlich nicht sicher sein kann, dass das, was der macht, richtig ist, sollte ich auch nicht das als Training nehmen, sondern warum berücksichtige ich nicht alle möglichen Taggings? Also wenn ich ein Lexikon habe, kann ich ja schon mal einschränken, was an jeder Position möglich ist an Part-of-Speech-Tags. Damit haben wir ja diese Hunderte oder Tausende von Pfaden gekriegt. Ich könnte einfach alle Pfade berücksichtigen, alle möglichen Taggings, die aber gewichten mit der Wahrscheinlichkeit, die der Tagger dem zuweist. Und dann würde ich kriegen, es gibt dann wahrscheinlich einen Pfad, der ist eine Wahrscheinlichkeit, also bedingte Wahrscheinlichkeit gegeben, die Oberflächenform, der dann vielleicht eine Wahrscheinlichkeit von 30% hat, einen anderen, der 25% hat, einen dritten, der 20% hat und so weiter. Und mit diesen Gewichtungen würde ich die auch berücksichtigen. Das heißt, Pfade, die eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit kriegen, die kriegen dann auch ein extrem niedriges Gewicht. Da kann man sagen, das ist ein systematischeres und robusteres Verfahren, also ein Verfahren, das auch zu einer vernünftigen Lösung, zu einer optimalen Lösung konvergiert, nämlich eine Lösung, die diese Marginal Probability, also vielleicht nochmal, was uns ja interessiert hat, ist die Wahrscheinlichkeit der Folge von Hidden States, also der Tag-Sequenz, gegeben die Oberflächenform, die ich als Input kriege, die haben wir also eine Sequenz von Wörtern geschrieben. Also das ist ja das, was uns eigentlich interessiert hat. Das Modell berechnet tatsächlich die Joint Probability als generatives Modell berechnet es ja, weil er ja die Kombination aus Part-of-Speech-Tags und den Oberflächenwörtern erzeugt in dem generativen Prozess, berechnet das Modell ja eigentlich diese Joint Probability von Taggings und der Oberflächenform. Und die bedingte Wahrscheinlichkeit bekommen wir, indem wir noch durch die Wahrscheinlichkeit der Oberflächenform teilen. Genau. Und dann haben wir noch überlegt, wenn es uns nur ums Tagging geht, dann können wir diesen Nenner hier eigentlich auch weglassen, weil die Oberflächenform ja fest vorgegeben ist, der Satz fest vorgegeben ist und diese Wahrscheinlichkeit immer gleich ist. Das heißt, die bedingte Wahrscheinlichkeit maximieren ist dasselbe wie die Joint Probability maximieren. Wir haben auch überlegt, diese
Das nennen wir auch Marginal Probability oder Randwahrscheinlichkeit. Und das hat damit zu tun, dass man die erhalten kann, ich kann diese Marginal Probability, also die Wahrscheinlichkeit der Oberflächen erhalten, indem ich über alle möglichen Taggings aufsummiere. Also alle möglichen Folgen von Tags. Wenn ich so eine Joint Probability an der einen Stelle alle Möglichkeiten durchgehe, also alle disjunkten Möglichkeiten durchgehe und die auf der Wahrscheinlichkeit aufaddiere, dann kriege ich natürlich die Gesamtwahrscheinlichkeit. Wenn Sie sich wieder als generatives Modell vorstellen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Modell zufällig eine bestimmte Folge von Tags und den Oberflächensatz W generiert. Diese Oberflächenfolge W, die kann es ja nur generieren mit irgendeiner Abfolge von Tags. Das heißt, wenn ich über alle möglichen Tagfolgen aufaddiere, die diese Oberflächenform kriegen kann, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, wie oft denn die Oberflächenfolge W generieren wird insgesamt, unabhängig davon, was die Tag-Sequenz ist. Man nennt sowas auch ausintegrieren, weil es in anderen Kontexten dann Integrale statt Summen sind. Also im Prinzip eine Stelle dieser Joint Probability wird hier ausintegriert, indem wir über alle Möglichkeiten aufaddieren. Das heißt, damit konnten wir nur aus dieser Joint Probability von Taggings und Oberflächenformen die bedingt diese Marginal Probability berechnen und damit dann auch die bedingte Wahrscheinlichkeit. Und das ist ja der Konfidenzwert. Also wenn ich sozusagen mich dann für eine Sequenz entscheide, ist dieser Wert eigentlich die Sicherheit, die das Modell hat, dass diese genaue Sequenz die korrekte ist. Deswegen ist eigentlich schon interessant, den Wert tatsächlich zu berechnen. Und das haben wir dann mit dem Viterbi-Algorithmus auch gemacht. Die eine Variante, die Maximierungsvariante, wo wir das Maximum genommen haben über die Präfixwahrscheinlichkeiten, die liefert uns die wahrscheinlichste Analyse, also die, das Tagging, bei dem diese Joint Probability T von T und W am höchsten ist. Und die andere Variante, bei der wir aufaddieren, die liefert uns diese Marginal Probability, das, also die Summe über die Wahrscheinlichkeiten aller möglichen Taggings. Und damit haben wir alles, was wir brauchen, um den Rest zu berechnen. So, was hat das Ganze jetzt mit dem unüberwachten Trainieren zu tun? Wenn wir hier Maximum Likelihoods Estimate einsetzen beim überwachten Trainieren, also wie wir es immer gemacht haben, hatte ich Ihnen doch mal erklärt, dass die Maximum Likelihood Estimates heißen, ist kein Zufall, das hat einen guten Grund, dass sie nämlich Schätzwerte, die diese Joint Probability maximieren, auf dem Trainingskorpus. Also es wird diese Wahrscheinlichkeit auf den Trainingsdaten maximiert. Das heißt, wir wählen die Parameter so, dass das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten für alle Sätze im Trainingskorpus so groß wie möglich wird. Und damit, dass das Modell also dem Trainingskorpus eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zuordnet. Und das kann ich machen, diese Joint Probability optimieren, weil ich eben die manuelle Annotation des Tagging habe. Jetzt ist es doch naheliegend, wenn ich nur die Oberflächenformen kenne, dann maximieren wir halt nicht die Joint Probability, sondern diese Marginal Probability. Also das ist eben das, was ich dann als Trainingsdaten noch habe. Und dann sage ich, ich nehme egal, was das Modell taggt, aber ich will es so gestalten, dass die Sätze, die ich tatsächlich bekomme, möglichst wahrscheinlich sind. Und dann ist die Annahme wieder, mit etwas Glück wird so sein, dass er dann eben auch die richtigen Taggings macht. Denn wenn ich die richtige Struktur annehme und es korrekt tagge, dann sollte ich doch dem Satz eine höhere Wahrscheinlichkeit zuordnen, als wenn ich hier die völlig falschen Wortarten ansetze. Vor allem, wenn man das so auch wieder so Seed-Daten hat, also eine kleine Menge handannotierte Daten, auf denen das erste Modell mal trainiert werden kann. Ich kann ja dann von diesem vortrainierten Modell ausgehen und das weiter dann trainieren, indem es diese Wahrscheinlichkeit maximiert. Da gibt es nämlich dann keine Maximum Likelihood Estimate Formel mehr oder so, das kann nur noch als ein iterativer Optimierungsprozess implementiert werden. Also man geht von einem bestehenden Modell aus und versucht es dann so zu verändern, dass diese Wahrscheinlichkeit auf dem Trainingskorpus möglichst groß wird. Das ist also das, wie man unüberwachtes Training macht, und das war übrigens auch der Punkt, wo dieser Forward-Backward-Algorithmus reinkam, also wo man Forward- und Backward-Probabilities gebraucht hat. Damit kann man effizient dann den Algorithmus zur Maximierung der Marginal Probability durchführen.
Auch das hat man ausführlich untersucht und festgestellt, es funktioniert auch nicht viel besser. Klang jetzt so toll. Für manche Anwendungen, wenn man das Ganze eigentlich, wenn man damit ein Sprachmodell trainieren will, kein Tagging-Modell, sondern eins ist einfach hier den echten englischen Sätzen möglichst hohe Wahrscheinlichkeit zuweist, dann ist es noch passabel. Als Tagger ist dieses unüberwachte Trainieren extrem schlecht. Die Annahme, also es ist naheliegend, dass es damit zu tun hat, dass hier zu wenig Beschränkungen gestellt werden. Also im Prinzip kann das Modell ja, wenn keine Vorgaben sind, beliebig taggen. Die einzige Beschränkung, die wir haben, was es taggt, ist die Information. Idealerweise haben wir wenigstens ein Lexikon mit möglichen Part-of-Speech-Tags für gängige Wörter. Und das ist das Einzige, was eigentlich seinen Hypothesenraum einschränkt. Und sonst kann es natürlich auch völlig falsche Tags erfinden, die nichts mit dem zu tun haben, was wir eigentlich haben wollen. Deswegen wäre es vielleicht besser, wenn wir ein anderes Modell hätten, in das ich mehr Informationen, sozusagen mehr Wissen einfüttern kann. Also was dieses unüberwachte Trainieren überhaupt nicht hat, das hat ja überhaupt nicht mal die Vorstellung, dass es sowas wie Nominalphrasen oder Präpositionalphrasen gibt. Wenn ich dem Modell jetzt sagen könnte, ich erwarte, dass es im Englischen Nominalphrasen mit folgender Struktur gibt und Präpositionalphrasen und eine Abfolge Subjekt, Verb, Objekt, dann könnte es auch vielleicht viel besser das Tagging lernen, weil es bessere Hypothesen zu den Sätzen bilden kann, als wenn es nur das Lexikon hat und das Sequenzmodell völlig sich selbst erschließen muss. Also das motiviert, warum die Markov-Modelle vielleicht noch nicht optimal sind. Und ein anderer ganz praktischer Grund ist eben, dass man es nur zum Tagging verwenden kann. Ich hatte Ihnen ja vor 2 Wochen gezeigt, dass man damit auch Junk-Parsing machen kann, also nicht-rekursive Phrasen annotieren, indem man dieses Begin-Inside-Outside-Tag-Set verwendet, also den Anfang so einer Phrase markiert mit einem bestimmten Tag, dann alle weiteren Token, die zu der Phrase gehören, mit dem Inside-Tag und Token, die nicht zu einer Phrase vom Typ gehören, mit dem Outside-Tag. Also eigentlich der Trick, dass man was zunächst wie eine strukturelle Analyse aussieht, in ein Tagging-Problem übersetzt. Das lässt sich aber natürlich nur mit den Nicht-Rekursiven machen, also wenn wir letztlich eine syntaktische Analyse wollen, die irgendwelche tatsächlichen verschachtelten Strukturen bildet, dann kommen wir mit Hidden Markov-Modellen wirklich nicht mehr weiter. Sie können sich noch ganz Trickreiches überlegen, wäre denkbar, aber es funktioniert einfach nicht, weil dieses Modell vom Kern her ja ein Sequenzmodell ist und eben kein strukturiertes, kein hierarchisches Modell. Und diese ganzen Probleme, die legen nahe, dass wir doch einfach einen Schritt weiter gehen könnten. Gewissermaßen, die Hidden Markov-Modelle entsprechen ja ein bisschen den endlichen Automaten oder dem Transducer. Man könnte versuchen, sowas als eine Art endlichen Automat oder Transducer zu formulieren. Das sind dann die Zustände des Automaten und dann hat er gewisse Ausgabewahrscheinlichkeiten. Diese Ausgaben sind dann sozusagen die Ausgabesymbole des Transducers. Das kann man tatsächlich auch machen. Also man kann zeigen, dass ein gewichteter Automat, bei dem wir jeden Übergang Gewicht bekommt und wir sozusagen eine Sequenz suchen, die maximales, bei der die Summe der Gewichte möglichst groß oder möglichst klein ist, je nachdem, wie man es formuliert, das ist tatsächlich mehr oder weniger äquivalent zu einem Hidden-Markov-Modell. Also da kommt man auf die gleichen, dieses Gesamtgewicht entspricht dann der logarithmischen Wahrscheinlichkeit des Hidden-Markov-Modells. Liegt doch nahe, dass wir einen Schritt weitergehen zu den kontextfreien Grammatiken. Die können Strukturen abbilden. Wenn wir unüberwacht lernen wollen, können wir ja Regeln in der Grammatik vorgeben, die sozusagen sagen, das sind die möglichen Strukturen, die ich in der Sprache erwarte. Und es geht nur noch darum zu lernen, wie die Strukturen tatsächlich auf Sätze passen. Würde also dieses Problem vielleicht lösen. Und natürlich sind die ganz toll drin, Long-Distance-Dependencies abzubilden. Die können ja letztlich im Baum, können die Wörter ganz nah zusammenkommen. Also werden wir jetzt versuchen, ein Wahrscheinlichkeitsmodell für kontextfreie Grammatiken zu entwickeln, analog zu dem Wahrscheinlichkeitsmodell für Sequenzen, das wir im Markov-Modell haben. Könnte natürlich auch sagen, wir haben ja dann im Wintersemester haben Sie ja gesehen, die kontextfreien Grammatiken sind gerade für Sprachen wie Deutsch auch wieder nicht optimal, teilweise nicht mächtig genug und wir haben dann die Merkmalsgrammatiken eingeführt. Das könnte man auch machen, könnte also auch ein Wahrscheinlichkeitsmodell für Merkmalsgrammatiken entwickeln. Das wird aber extrem komplex. Also diese kontextfreien Grammatiken führen uns auf ein Modell, das numerisch noch gut beherrschbar ist. Mit Merkmalsgrammatiken wird das Ganze dann sehr komplex, dann kann man alles nur mit Näherungslösungen machen und so. Deswegen werden wir uns auf dieses klassische Modell kontextfreier Grammatiken
konzentrieren. So, Sie wissen alle noch, die kontextfreie Grammatik haben wir Anfang des Semesters schon mal wiederholt. Hier ist also nochmal das Handout zusammengestellt. Wir gehen hier jetzt natürlich wieder davon aus, dass wir so eine Art Chomsky-Normalform haben. Das heißt, zumindest eine Trennung in Phrasen- und Strukturregeln und lexikalische Regeln. Die müssen nicht unbedingt binär verzweigt sein. Wir werden nachher ein Beispiel haben mit der ternären Verzweigung. Das ist kein so großes Problem. Aber die Trennung in Phrasen- und Strukturregeln und lexikalische Regeln macht das Ganze, macht das Modell wesentlich sauber und wesentlich klarer nachvollziehbar. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn Sie kontextfreie Grammatiken entwickeln, achten Sie auf so eine Trennung. Sie erinnern sich auch, also was uns interessieren wird, sind natürlich Parsbäume. Also was wir von einem statistischen Modell über kontextfreien Grammatiken vor allem wollen, ist ja wahrscheinlich ein automatisches Parsing, das heißt eine Disambiguierung möglicher Baumstrukturen, möglicher Analysestrukturen. Das heißt, wir werden letztlich ein Modell haben wollen, das so einem Baum eine Wahrscheinlichkeit zuordnen kann. Es geht uns also im Wesentlichen um die Analysebäume, nicht um spezifische Ableitungen. Und deswegen können wir dann zum Beispiel wieder festlegen, wir schauen uns nur Linksableitungen an, denn wir haben ja die eindeutige Entsprechung zwischen Strukturbäumen und Linksableitungen. Und wie die Ableitungen funktionieren, das wissen Sie alles noch. Hier auch nochmal die Formate. Die ganzen formalen Notationen und Begriffe zusammengestellt. So, jetzt überlegen wir uns mal, wie wir denn eine Wahrscheinlichkeit zuweisen könnten und gehen auch wieder, wir fangen wieder ganz abstrakt an oder wir fangen vom Allgemeinsten an. Also im Prinzip hatten wir ja beim N-Gramm-Modell gesagt, dass ich die N-Gramm-Modelle eingeführt habe, ich gesagt, wir wollen im Prinzip ein Modell, das jedem Wort aus der formalen Sprache über dem Alphabet Sigma, also im Prinzip jedem Symbolfolge aus Sigma Stern, eine Wahrscheinlichkeit zuweist. Und die Wahrscheinlichkeiten sollen sich zu 1 aufaddieren, über alle möglichen Wörter addieren. Okay. Was wollen wir hier entsprechend? Ein Modell, das jedem Baum, also ich schreibe hier T für den Baum, für Tree, dass jedem Baum T eine Wahrscheinlichkeit zuordnet. Und das bedeutet auch wieder, wenn ich alle möglichen Parsbäume ansehe, wenn Sie an die N-Gramm-Modelle denken oder die Markov-Modelle, es geht ja nicht um die Parsbäume zu einem gegebenen Satz. Das wäre schon wieder eine Art bedingte Wahrscheinlichkeit, sondern alle möglichen Parsbäume für alle möglichen Sätze, die ich in der Grammatik haben kann, deren Summe muss dann 1 geben. Damit habe ich dann die Wahrscheinlichkeitsverteilung eben nicht über den formalen Wörtern, sondern über die Menge aller möglichen Parsbäume bezüglich einer gegebenen Grammatik. Im Unterschied zu dem Fall hier, wo wir gesagt haben, okay, eigentlich eine formale Sprache, nicht das ganze freie Monoid, aber es ist einfacher, wir definieren die Wahrscheinlichkeitsverteilung über das ganze Monoid und sagen dann, Wörter, die definitiv nicht zur Sprache gehören, die können einfach eine Wahrscheinlichkeit von 0 kriegen. In dem Fall sind die Bäume natürlich eingeschränkt, weil wir die nur in Bezug auf eine Grammatik sagen können. Also wir können nicht sagen, jeder beliebige Baum, das hängt ja davon ab, welche Terminalsymbole, welche Nicht-Terminalsymbole, welche Regeln wir haben. Das heißt, hier geht es immer um die Bäume, die durch eine bestimmte Grammatik gelizenziert sind. Und über die Menge all dieser Bäume, also wir haben ein Wahrscheinlichkeitsmodell für eine gegebene Grammatik und es ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über alle lizenzierten Bäume. Und dann, damit sehen Sie, wir haben eine starke theoretische Einschränkung, also sozusagen unsere formale Beschreibung in Form einer kontextfreien Grammatik, schränkt uns das ganze Wahrscheinlichkeitsmodell schon mal ein. Und damit können wir bis zum gewissen Grad eben linguistische Erkenntnisse, linguistisches Verständnis in das Wahrscheinlichkeitsmodell einfließen lassen. Das ist das, was eigentlich das, diese probabilistischen kontextfreien Grammatiken so attraktiv macht, dass wir eine Kombination aus statistischem Lernen einerseits unmenschlichem Wissen in Form einer handgeschriebenen Grammatik andererseits Kombination bekommen. Wir wollen also, es geht also um Wahrscheinlichkeiten von solchen Parsbäumen. Eine Frage, die wir hinkriegen. Ich versuche das jetzt mal zu skizzieren. Stellen Sie sich vor, dass das, was ich da male, tatsächlich ein Baum sei. Also wir haben irgendwelche so verzweigten Bäume, die natürlich ganz unterschiedlich verzweigen können. Und da wir alle brav sind und Chomsky-Normalform verwenden,
habe ich dann jetzt nochmal so eine Präterminalebene und die Blätter des Baumes, das sind dann die Wörter des Eingabesatzes. Das heißt, wenn wir jetzt die Analogie bilden zu den Hidden-Markov-Modellen, die habe ich hier schon farblich angedeutet, was wir natürlich wieder haben wollen, ist ja eigentlich die Wahrscheinlichkeit für eine gewisse Baumstruktur gegeben den Eingabesatz. Was wir wollen, irgendwie so Wahrscheinlichkeit von Baum gegeben Eingabesatz, beziehungsweise analog zu den Hidden-Markov-Modellen bietet sich sehr an, dass wir es wieder aus der Joint Probability ableiten. Die war ja einfacher, also wir wollen wieder so eine Joint Probability aus der Oberfläche B und der Baumstruktur T berechnen. Und daraus können wir dann die bedingte Wahrscheinlichkeit für die Baumstruktur gegeben, die Oberfläche machen und so weiter. So, wenn wir das Ganze jetzt auf das Baum anschauen, die Blätter sind ja auch Teil des Baumes. Das heißt, wenn ich die Wahrscheinlichkeit T von T berechne, von dem Baum T, ist es eigentlich schon inklusive der Blätter, also inklusive der Oberflächenform. Deswegen ist das, was ich hier als Baumwahrscheinlichkeit T von T bezeichne, ist eigentlich schon die Joint Probability. Die enthält bereits diese Oberflächenform. Und wir kriegen die Wahrscheinlichkeit für die Oberflächenform nicht wie hier so schön getrennt, sondern eigentlich nur dadurch, dass wir über alle möglichen Bäume, die diese Oberflächenform gemeinsam haben. Also jetzt ist hoffentlich klar sozusagen die Zielsetzung. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir dieses Wahrscheinlichkeitsmodell definieren. Wenn wir es so als Wahrscheinlichkeitsverteilung ansetzen mit dieser Bedingung, dann hätten wir natürlich eine mehr oder weniger beliebige Wahrscheinlichkeit für jeden möglichen Baum. Das heißt, dieses Modell ist absolut unmöglich, dieses Modell je zu schätzen. Wir werden also wieder gewisse vereinfachende Annahmen machen müssen. Formal können wir definieren, die Wahrscheinlichkeit vom Baum gleichsetzen mit der Wahrscheinlichkeit der entsprechenden Linksableitung. Sie erinnern sich, das war dann die Folge von Ableitungsschritten. Die beginnt mit dem Stadtsymbol, wendet immer eine Ableitungsregel an und endet, wenn nur noch die Oberflächenform, also wenn nur noch Terminalsymbol überbleiben. Und damit ist das Wort W aus dem Stadtsymbol abgeleitet und die Ableitung der Baum gibt dann an, welche Struktur das Wort hat. Also diese Menge aller Blätter, das nennt man auch die Ausgabe, der Yield des Baumes. Also das ist sozusagen der Oberflächenteil, der im Baum drinsteckt, die Folge aller Blätter. Die Notation werde ich noch ein paar Mal verwenden. Also hier, T entspricht ja einer spezifischen Linksableitung. Wir haben diese Notation verwendet, S kann in beliebig vielen Schritten zu W abgeleitet werden, um zu sagen, es ist möglich, das abzuleiten, ohne uns aber auf eine bestimmte Analyse festzulegen. Das heißt, wir lesen jetzt S geht Stern nach W als die Menge aller möglichen Ableitungsbäume und die Wahrscheinlichkeit davon ist einfach die Summe über alle Ableitungsbäume, also alle Bäume T, die den Yield W haben, die also dieses Wort ableiten. Und dann, was wir letztlich wollen, ist diese bedingte Wahrscheinlichkeit von T gegeben W, was wir dann als einfach erhalten, indem wir die Wahrscheinlichkeit des Baumes, die ja die Joint Probability ist, durch die Marginal Probability teilen. Also, jetzt geht es nur noch darum, wie wir diese Wahrscheinlichkeit von T berechnen. Wir werden wieder gewisse Annahmen machen müssen. Was ich jetzt hier nicht sauber aufgeschrieben habe, was ich vielleicht mal was anderes machen könnte. Die Idee ist, dass wir analog zu den Markov-Modellen diese Ableitung wieder in eine Folge von Ableitungsschritten zu legen. Also wir können sagen, die Wahrscheinlichkeit dieser Ableitung ist die Wahrscheinlichkeit des ersten Ableitungsschrittes mal die Wahrscheinlichkeit des zweiten Schrittes gegeben den ersten Schritt, mal die Wahrscheinlichkeit des dritten Schrittes gegeben die ersten beiden und so weiter. Also haben wir auch so wieder also eine Kettenregel ähnliche, aber wir entwickeln das in so eine Art Kettenprodukt von bedingten Wahrscheinlichkeiten, analog zu dem N-Gramm-Modell, was uns noch nichts vereinfacht, aber dann können wir auf diese bedingten Wahrscheinlichkeiten vereinfachende Annahmen anwenden. Und die Annahmen
Wissen Sie noch, wie die fürs Markov-Modell waren? Muss immer parat sein. Also auf Englisch haben wir Limited Horizon, beschränktes Gedächtnis, und Time Invariance, es hängt nicht von der Position im Satz ab. Am besten können Sie es sich auch immer an diesem Beispiel merken, dass wir in zwei Schritten haben wir die Wahrscheinlichkeit vereinfacht. Erst mit der Limited Horizon-Annahme, dass die Bedingungszeit der Bedingungswahrscheinlichkeit nicht mehr so lang ist. Und die Time Invariance hat dann dafür gesorgt, dass wir eben nicht mehr sagen müssen, es ist einem bestimmten Positionszeichen gegeben, die vorigen, sondern wenn irgendwo dieses Zeichen gegeben, die vorigen auftritt, habe ich immer die gleiche Wahrscheinlichkeit. So, bei den Markov-Modellen kann man sich jetzt überlegen, man kann sich es auch einen Baum vorstellen. Wir haben gesagt, Bäume und Linksableitungen sind äquivalent. Da kann man sich so vorstellen, dass der Baum Schritt für Schritt erzeugt wird. Wir fangen also mit der Wurzel an, wenden die Regel S geht zu NPVP an, um dieses Fragment zu kriegen, wird gleich nochmal visualisiert und so weiter. Und an jeder Stelle habe ich im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit für die Anwendung der Regel bedingt den ganzen restlichen Baum, der schon erstellt wurde. Oder möglicherweise, wenn wir es ganz allgemein sind, könnten wir sagen, die Regelwahrscheinlichkeit könnte ja auch von dem abhängen, was danach noch passiert, von folgenden Ableitungsschritten. Gut, und die Annahmen, die man jetzt macht, Ancestor Freeness bedeutet die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, dass ich hier die Verb geht zu Sorregel anwende, hängt nicht von Vater- und Großvaterknoten her ab, also von weiter oben liegenden Knoten, also es hängt nicht davon ab, dass das Verb in eine Verbphrase eingebettet ist und die Verbphrase direkt in den Satz eingebettet ist, sondern nur davon, dass ich hier das Verb. Die Context-Freeness, die besagt eben, dass es nicht von der Position, die Context-Freeness besagt nun, dass es nicht davon abhängt, was davor und danach steht, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Verb sorg rege hier, hängt nicht davon ab, dass danach eine Nominalphrase kommt und davor eine Nominalphrase kommt. Das ist vielleicht schon eine, können Sie sich vorstellen, ist vielleicht schon eine etwas starke Einschränkung, denn so kann ich ja zum Beispiel nicht lernen, dass wenn da eine Nominalphrase kommt, ich kein transitives Verb nehmen sollte. Aber diese Annahme entspricht sie nicht den klassischen Markov-Modellen für Sequenzen. Also Ancestor-Free hängt nicht davon ab, was drüber steht. Context-Free hängt nicht davon ab, was davor und danach steht. Damit hängt die Anwendung der Regel eigentlich nur noch von diesem Knoten ab und natürlich wieder wie beim Markov-Modell von der Position im Satz. Und deswegen die dritte Annahme Place Invariance, also unabhängig davon, wo in dem Satz oder wo im Baum dieser Verbknoten steht, ich habe immer die gleichen Wahrscheinlichkeiten. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist dann, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Regel anzuwenden, also einen bestimmten Ableitungsschritt zu machen, nur davon abhängt, was ich für eine Kategorie habe, die ich ableiten kann. Davon hängt ja auch schon ab, welche Abderivationsregeln möglich sind, welche Ableitungen angewendet werden können und von der Ableitungsregel selbst. Genau, also eigentlich hängt die Wahrscheinlichkeit sowas für diesen Ableitungsschritt nur von der angewandten Regel ab. Schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Das führt nämlich dazu, dass wir das Ganze auch wieder aus einem generativen Prozess, der in unabhängigen Schritten einen Zufallsbaum erzeugt, verstehen können. Also wir gehen aus von der Wurzel. Im ersten Ableitungsschritt wende ich jetzt die Regel S geht zu NPVB an. Und die Wahrscheinlichkeit, also was ich jetzt hier habe, ist die Wahrscheinlichkeit für dieses erste Baumfragment. Das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, die dieser Regel zugewiesen wird, also die im Ableitungsschritt zugewiesen wird. Jetzt machen wir erstmal die Verbphrase, das ist jetzt zwar keine Linksableitung, aber übersichtlicher. Und letztlich mit diesen starken Annahmen, die wir machen, ist es sowieso egal, in welcher Reihenfolge die Ableitungsschritte gemacht werden. Also die Verbphrase, hier könnte jetzt die Wahrscheinlichkeit, diese Regel anzuwenden, VP geht zu VNP, die könnte neben der Regel natürlich noch davon abhängen, dass der Ancestor, der Vorfahr, ein Satz, direkter Satzknoten ist und dass da vorne eine Nominalphrase steht. Die Ancestor-Freeness, die sorgt dafür, dass wir das nicht mehr berücksichtigen müssen. Die Context-Freeness sorgt dafür, dass wir die Nominalphrase davor nicht mehr berücksichtigen und damit bleibt nur die Wahrscheinlichkeit der Regel selbst.
Genau, und weil dieser zweite Schritt nur von der Wahrscheinlichkeit der Regel selbst abhängt, ist die Wahrscheinlichkeit, das gesamte Fragment hier zu erzeugen, natürlich das Produkt der einzelnen Schritte. Es wäre nur dann nicht das Produkt, wenn ich im zweiten Schritt auch nur eine Abhängigkeit von dem ersten Schritt hätte. Und so geht es weiter, die Anwendung der lexikalischen Regel NP zu I hier hängt eben wieder nicht davon ab, dass ich den Vorfahrsatzknoten habe, dass danach Verb- und Nominalphrase folgen und aufgrund der Place-Invariance auch nicht davon, dass die Nominalphrase an erster Stelle im Satz steht. Und in analog in dem Fall hängt es nicht davon ab, dass die an letzter Stelle im Satz steht. Also die Wahrscheinlichkeit für NPG zu I ist an der Stelle und an der Stelle gleich, die für NPG zu I ist auch hier und hier gleich. Das Ergebnis ist, also das sozusagen habe ich jetzt da alles erzählt, um Ihnen zu zeigen, dass wir es in genau der gleichen Weise ableiten können, dieses Modell wie die Markov-Modelle. Wir können einfach davon ausgehen, ein Baum kriegt eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet. Wir können die in Folge von bedingten Wahrscheinlichkeiten für Ableitungsschritte entwickeln und dann mit diesen drei Annahmen Ancestor-Freeness, Context-Freeness und Place-Invariance zu diesem vereinfachten Modell kommen. Das Endergebnis kann man sich viel leichter merken. Die Wahrscheinlichkeit des Ableitungsbaumes ist das Produkt der Regelwahrscheinlichkeiten der angewendeten Ableitungsregeln. Also immer einfach nur das Produkt aller Regelwahrscheinlichkeiten. Und damit sehen Sie jetzt auch sofort, dass es eben unabhängig, dass es nicht relevant war, da eine Linksableitung zu machen, denn egal in welcher Reihenfolge ich die Ableitungsschritte mache, da werden ja hier nur die Faktoren umsortiert, deswegen kriege ich immer die gleiche PCFD-Wahrscheinlichkeit. Also so eine markovisierte, probabilistische oder markovisiertes Wahrscheinlichkeitsmodell für eine kontextfreie Grammatik, das bezeichnen wir als Probabilistic Context Free Grammar oder PCFG. Also die Abkürzung PCFG ist völlig gängig. Auch im Deutschen würde man einfach nur von der PCFG sprechen und gar nicht von probabilistischen kontextfreien Grammatiken. Formal definieren wir eine PCFG dadurch, dass wir eine beliebige kontextfreie Grammatik haben und einfach jeder Regel der Grammatik eine gewisse Wahrscheinlichkeit zuweisen. Das sind die Parameter des Modells. Sie erinnern sich, das Hidden-Markov-Modell hatte ja zwei Arten von Parametern, die im Prinzip beliebig schätzbare Werte sind. Das eine waren die Übergangswahrscheinlichkeiten und das andere waren die Ausgabewahrscheinlichkeiten. In der PCFG haben wir als Parameter eben eine Wahrscheinlichkeit für jede Regel. Diese Wahrscheinlichkeiten, diese Modellparameter haben immer gewisse Normierungsbedingungen. Beim Markov-Modell war es ja bei den bedingten N-Gramm-Wahrscheinlichkeiten, wenn ich eine feste History habe und über alle möglichen nächsten Symbole oder Tags aufaddiere, die bedingten Wahrscheinlichkeiten, muss immer 1 rauskommen. Und ganz analog ist es auch bei der PCFG. Wenn ich mir alle Regeln anschaue, die gleiche linke Seite haben, also auf die gleiche Kategorie angewandt werden, auf das gleiche Nicht-Terminal-Symbol angewandt werden können, dann muss der in Summe 1 ergeben. Wenn Sie sich das Ganze als einen generativen Prozess vorstellen, dann ist es auch trivial, das ist völlig klar. Also an der Stelle habe ich die Auswahl zu tun. Also wir gehen wieder davon aus, wir erzeugen zufällig Bäume und die Regelwahrscheinlichkeit bestimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der die Bäume erstellt werden. Jetzt muss ich ja irgendeine der vorhandenen Regeln für eine Verbphrase auswählen. Das heißt, die Summe der Wahrscheinlichkeiten, mit denen ich die möglichen Regeln auswähle, die muss 1 geben. Also ich werde ja exakt eine Regel auswählen. Also die Summe aller Wahrscheinlichkeiten von Regeln, die ich jetzt verwenden kann, also bei denen links Verbphrase steht, die muss 1 sein. Also das ist die Normierungsbedingung. Für jede linke Seite werden alle Regeln zusammengetragen und deren Wahrscheinlichkeit müssen immer 1 geben. Und das ist alles, was erfüllt sein muss. Also jede Wahrscheinlichkeitsverteilung auf einer kontextfreien Grammatik mit dieser Normierungsbedingung definiert eine PCFG und ein Wahrscheinlichkeitsmodell für Bäume. Und eigentlich haben Sie damit jetzt eine vollständige Definition der PCFG. Wir schauen uns kurz mal ein Beispiel an. Hier ist die komplette Grammatik, ein Auszug aus der Grammatik. Es ist wieder dieser sprachgesteuerte Roboter, den ich immer so gern bringe, bei dem wir ja auch diese Ambiguierungsprobleme hatten. Und wir haben uns bisher immer nur mit der kontextfreien Grammatik und dem Parsing-Algorithmus beschäftigt,
aber keine Disambiguierung. Es wäre dann einfach gesagt, er liefert halt alle möglichen Analysen, aber die Entscheidung, ob der Roboter mir jetzt irgendwie eine Schachtel geben soll, die auf dem Tisch steht oder selbst auf den Tisch springen soll, wir haben ja nicht geklärt, wie die getroffen werden kann. Jetzt werden wir versuchen, das hier mit Hilfe der PCFG zu treffen, indem wir eben jeder Regel dieser Robotergrammatik eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Hier habe ich das mal von Hand gemacht. Sie können Sie auch nochmal vergewissern, dass die Normierungsbedingungen erfüllt sind. Ich habe praktischerweise schon alle Regeln mit der gleichen linken Seite in eine Zeile zusammengefasst, in dieser üblichen Kurznotation. Also sehen für einen Satzknoten habe ich drei mögliche Ableitungsregeln, die angewandt werden können, mit Wahrscheinlichkeit 50%, 40%, 10% addieren sich zu 1. Die drei von der Nominalphrase addieren sich zu 1, die addieren sich zu 1. Und bei den Präpositionalphrasenkategorien, also wenn ich eine Präpositionalphrase habe, gibt es nur eine Strukturregel, nämlich Präposition gefolgt von Nominalphrase. In dem Fall muss die dann auch entsprechende Wahrscheinlichkeit von 1 kriegen. Dasselbe gilt für die lexikalischen Regeln. Hier natürlich für jede, also auf der Präterminalebene haben wir ja gerade Part-of-Speech-Tags üblicherweise oder was wesentlich Part-of-Speech-Tags entspricht. Und für jede Wortkategorie, für jede syntaktische Kategorie habe ich dann natürlich alle lexikalischen, alle Wörter, die ich in diese Kategorie einfüllen kann. Also hier habe ich eigentlich eine sehr lange Liste mit ganz vielen Wörtern, die müssen wieder zu 1 aufaddieren. Das heißt, auf lexikalischer Ebene werden wir dann eher sehr niedrige Wahrscheinlichkeiten kriegen. Hier habe ich die auch unrealistisch hoch angesetzt, damit zum Beispiel ein bisschen schöner zu rechnen ist. Genau, und dann haben wir zum Beispiel der Satz, close the window, der ist jetzt noch nicht am Weg, würde als Wahrscheinlichkeit das Produkt der einzelnen Regelwahrscheinlichkeiten kriegen, die sind in dem Fall 0,5, 0,1, 0,6, 0,5, 0,7, 0,1. Und damit berechne ich eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,00105. Also die Wahrscheinlichkeit für den Befehl Close the Window ist nach diesem Modell 0,1%. Erinnern Sie sich? Also es ist die Wahrscheinlichkeit für diese bestimmte Analyse des Satzes, aber da der Satz nicht am Weg ist, also nur eine Analysemöglichkeit hat, entspricht es natürlich auch der Gesamtwahrscheinlichkeit des Satzes. Das heißt, mit der Grammatik erwartet der Roboter, dass ungefähr jeder tausendste Befehl, den er hört, close the window ist. Rufen Sie sich in Erinnerung, dass diese Wahrscheinlichkeit nicht realistisch hoch sein muss. Also letztlich interessiert uns ja gar nicht, ob der wie häufig ein Befehl kommt. Das wollen wir nicht modellieren, sondern wir wollen nur die Ambiguitäten, das heißt, wir wollen nur die bedingte Wahrscheinlichkeit für den Baum gegeben, den Befehl. Das heißt, auch wenn ich hier für die Eingabe, wenn es ein langer Satz ist, werde ich natürlich für diese extrem niedrigen Wahrscheinlichkeiten kriegen, weil der Nutzer ja ganz viele Sachen sagen könnte, die die Grammatik alle berücksichtigt. Das interessiert uns eigentlich nicht, uns interessiert uns nur die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Analyse relativ zu anderen Analysen. Und für diesen Zweck werden wir bei realistisch großen Sätzen natürlich wieder einen Viterbi-Algorithmus brauchen, denn ich kann natürlich, also wenn Sie einen Satz mit 40 Wörtern haben, dann kriegen, haben wir schon gesehen, kann man Tausende oder manchmal im schlimmsten Fall sogar Millionen von möglichen Analysen in der kontextfreien Grammatik bekommen. Und ich möchte nicht, es ist zwar relativ effizient für eine gegebene Analyse die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, ich muss ja nur die Regelwahrscheinlichkeiten multiplizieren, aber trotzdem das für eine Million Analysen zu machen, würde es extrem ineffizient machen, das Verfahren. Das heißt, wir brauchen hier einen effizienten Algorithmus, der mir unter vielen möglichen Passbäumen den findet, der die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Oder um die Marginal Probability zu, also das ist die, sie nennen sich Altmax, ist der, dieses das T, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat, unter allen Zulässigen, also allen denen, die den Eingabesatz produzieren würden. Und in anderen Fällen will ich halt noch die Wahrscheinlichkeit des Eingabesatzes und bedingte Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel zu berechnen, dann muss ich eben über alle möglichen Analysebäume für den Eingabesatz aufaddieren. Damit kriegen wir wieder die zwei Varianten des Viterbi-Algorithmus, also eine, die die maximale Wahrscheinlichkeit sucht und eine, die über alle Analysebäume aufaddiert. Wir werden den Algorithmus jetzt gar nicht formal darstellen. Ich will es Ihnen nur so ein bisschen skizzieren an einem anschaulichen Beispiel.
Wir haben ja eigentlich schon Vitabi-Algorithmus fürs Parsing, nämlich den CYK-Chart-Parser bzw. verwandte Chart-Parsing-Algorithmen. Und der liefert uns ja auch schon eine kompakte Speicherung aller Parse-Bäume, nämlich dieses Parse-Forest. Sie erinnern sich, hier ist ein Parse-Forest für die Eingabe Give me the red box on the table, also die gerade diese Ambiguität hat. Und in die beiden Analysen, die wir haben, unterscheiden sich ja nur im Attachment von on the table, ob das an red box angehängt wird oder an den gesamten Satz, an den gesamten Befehl. Das heißt, die Verb, das indirekte Objekt, das direkte Objekt und diese Präpositionalphrase, die sind immer gleich. Die haben die gleichen Analysemöglichkeiten, die gleiche Wahrscheinlichkeit. In dem CYK, im Chart-Parsing-Algorithmus, werden die deswegen nur einmal erzeugt, diese Konstituenten. Und letztlich bauen wir über diesen Grundkonstituenten, die gleich sind, also in Schwarz sind, die allen Analysen gemeinsam sind, bauen wir dann auch die verschiedenen Analysemöglichkeiten auf. Beim komplexeren Satz passiert es natürlich auf mehreren Ebenen wieder. Da könnte ich auch hier schon mehrere Analysemöglichkeiten haben. Und die Idee ist, die beste Analyse ist die, ich kann sozusagen die innere Struktur hier unabhängig von der äußeren Struktur optimieren. Also die Idee mit Vitabi-Algorithmus und PCFG ist, wir nehmen den Chart-Parser, bauen das Chart, das Parse-Forest, und dann geht es nur noch darum, die Wahrscheinlichkeiten der Einträge im Parse-Forest zu erzeugen. Und das können wir eben wieder, und das machen wir, indem wir von unten nach oben durch das Parse-Forest durchgehen und daraus mehrere Möglichkeiten hat, die wahrscheinlichste nehmen und über alle aufaddieren. Also ich zeige jetzt nur an diesem sehr, sehr einfachen Beispiel, wie es funktionieren würde. Also wir fangen immer bei den Präterminalen an. Da ist ja dann eh schon klar, da gibt es meistens nur eine Möglichkeit. Das Wort ist ja gegeben. Also hier zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit. Also was wir berechnen in diesem Chart-Forest, welche mal konstruieren, bei dem Hidden-Markov-Modell hat der Vitabi-Algorithmus ja Präfix-Wahrscheinlichkeiten berechnet. Also was ist die wahrscheinlichste Sequenz von Text bis zum bestimmten Punkt? In dem Vitabi-Algorithmus von PCFG machen wir dasselbe von unten nach oben im Parse-Forest, also die Wahrscheinlichkeit, und dann natürlich jetzt nicht irgendwie im Pfad. Ein wesentlicher Unterschied zwischen PCFG und Hidden-Markov-Modellen ist ja, dass wir hier einen linearen stochastischen Prozess haben und in diesem Fall einen Prozess, wenn Sie von der Wurzel ausschauen, der sich verzweigt. Das ist das, was die komplexer macht, was einige andere Algorithmen erfordert, was sie aber auch so viel mächtiger macht. So, das heißt, wir werden jetzt von unten nach oben Teilanalysen machen. Und wenn ich hier diese Teilanalyse mache, an der Stelle ist es naheliegend, dass ich die Wahrscheinlichkeit von dem Baumfragment bzw. dem Teilbaum speichere, der in diesen Knoten verwurzelt ist. Also in diesem Wurzel hier. Wir werden also jetzt von unten nach oben an jeder Stelle die für jeden Chart-Eintrag die Wahrscheinlichkeit des entsprechenden Teilbaums berechnen, der diesem Chart-Eintrag entspricht. Eigentlich ist das und das hier in der gleiche Chart-Eintrag, also in der gleichen Zelle. Die Zellen des Chart waren ja einfach Konstituenten-Hypothesen. Also ich hätte hier eine Zelle, die sagt, der ganze Eingabesatz oder die ganze Eingabesequenz kann interpretiert werden als eine Konstituente von einem bestimmten Typ, nämlich vom Typ S. Und hier habe ich zwei Bäume, die diese gleiche Hypothese bilden, die würden also in dieselbe Chart-Eintrag eingetragen. Das heißt, der Viterbi-Algorithmus, der die Wahrscheinlichkeit maximiert, sucht mir in dem Fall den wahrscheinlicheren Baum aus. Der Viterbi-Algorithmus, der die Summe berechnet, würde die Wahrscheinlichkeiten der beiden möglichen Bäume, die in die gleiche Zelle im Chart kommen, aufaddieren. Hier unten gibt es halt immer nur eine Möglichkeit, deswegen sehen wir das hier nicht. Aber denken Sie, an jedem dieser Schritte würde eigentlich so eine Maximierung oder Summe gebildet werden. Dann auch hier die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel für diesen Teilbaum, der mit der Wurzel in diesem Knoten, ist die Wahrscheinlichkeit des Produkt der beiden Regeln natürlich, Endling zu Pronomen, Pronomen zu Me. Genau, und was ich jetzt mache, ist im Prinzip, können wir ja, wenn wir dann so eine Wahrscheinlichkeit berechnet haben, vergessen, was genau drunter lag. Also wir berechnen praktisch von unten nach oben und die genaue Struktur, die drunter liegt, die vergessen wir. Uns interessiert nur noch, dass der wahrscheinlichste Analyse für
Mi als NP eine Wahrscheinlichkeit von 0,018 hat und wir merken uns, was dann die Wahrscheinlichkeitsanalyse war. So, wir schauen uns jetzt mal hier an. Also hier habe ich schon ein paar Wahrscheinlichkeiten einfach eingetragen. Um jetzt die Wahrscheinlichkeit von dieser Konstituente zu berechnen, kommt jetzt das Winterby-Prinzip ins Spiel, also die dynamische Programmierung. Da brauche ich nicht mehr alles miteinander zu multiplizieren, also die Regelwahrscheinlichkeit mit der, mit der, mit der, sondern ich weiß ja schon das Produkt von n bar zu n und n zu box. Das habe ich hier eigentlich schon berechnet, das 0,14 mal 0,2. Die Wahrscheinlichkeit habe ich auch schon und damit kann ich die Wahrscheinlichkeit des gesamten Teilbaums berechnen als die Regelwahrscheinlichkeit n bar zu a n bar mal die Wahrscheinlichkeit des linken Unterbaumes und die des rechten Unterbaumes. Und deutlicher vielleicht nochmal an der Stelle, um die Wahrscheinlichkeit dieser Nominalphrasenkonstituente zu berechnen, brauche ich nicht nochmal alles durchlaufen, sondern ich habe die Regelwahrscheinlichkeit np geht zu dash n bar mal die Wahrscheinlichkeit des linken Unterbaumes, das ist die Wahrscheinlichkeit det zu the abgeleitet, mal die Wahrscheinlichkeit aller Regeln im rechten Teilbaum. Dieses Produkt der Wahrscheinlichkeit habe ich ja schon berechnet, das steht hier in dieser Zelle bei n bar drin, also 0,42 mal 10 hoch minus 3. Und damit ist die Gesamtwahrscheinlichkeit, die Regelwahrscheinlichkeit hier, das ist 0,6, wenn man in der Grammatik nachschaut, die Wahrscheinlichkeit des linken Teilbaums, 0,5, mal die Wahrscheinlichkeit des rechten Teilbaums, 0,42 mal 10 hoch minus 3, also dieses Produkt und insgesamt damit 0,13 mal 10 hoch minus 3. Und so funktioniert es weiter. Entsprechend kann ich dann hier für die Präpositionalphrase von unten nach oben alles berechnen. Solange ich nur eine mögliche Analyse habe, gewinne ich dadurch natürlich nichts. Das Einzige, was ich habe, ist, dass ich nicht nur die Wahrscheinlichkeit des kompletten Passes berechnet habe, sondern auch für jeden möglichen Teilbaum. Jetzt kommt aber noch der Schritt, wo wir was gewinnen. Denn um jetzt die Wahrscheinlichkeiten der kompletten Analysen zu berechnen, da kann ich diese Konstituentenwahrscheinlichkeiten der NPs und der PP wiederverwenden. Und die Wahrscheinlichkeit für die jetzt rot gezeigte Komplettanalyse ist einfach die Wahrscheinlichkeit des oberen Teilbaums S zu V NP NP mal diese Regel NP zu NP PP. Das ist die Wahrscheinlichkeit für das obere Baumfragment mal die Wahrscheinlichkeiten aller Konstituenten, die nach unten angehängt werden. Also diese vier schon berechneten Wahrscheinlichkeiten. Damit kommen Sie auf diesen Wert. Und für den jetzt rot gezeigten, die andere Analyse, habe ich eben oben S zu S PP mal die Wahrscheinlichkeit von SV zu VNP NP mal die Wahrscheinlichkeit der vier Konstituenten. Die sind übrigens genau die gleichen, wie wir es schon hatten. Also eigentlich ändern sich nur die oberen Regelwahrscheinlichkeiten ja zwischen den beiden Analysen und damit insgesamt 0,118 mal 10 minus 10. Und das ist das Ergebnis. Wir haben jetzt also zwei Passbäume. Der Viterbi-Algorithmus, der maximiert, trägt hier oben in dieser Chartzelle dann eben die höhere Wahrscheinlichkeit ein, also dass Baum T1 das T-Stern ist, also der wahrscheinlichste, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,236 mal 10 minus 10. Der Viterbi-Algorithmus, der die Summe bildet, die Marginal Probability berechnet, der addiert diese beiden Wahrscheinlichkeiten, also für alle möglichen Analysebäume an einer gewissen Stelle, und kriegt damit eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,343 mal 10 hoch minus 10 aus. Und damit kann ich jetzt auch die bedingten Wahrscheinlichkeiten berechnen, also die erste Struktur. Give me the red box that's placed on the table. Die hat eine relative Wahrscheinlichkeit von 2/3 gegeben, die Eingabe. Diese Struktur hat eine Wahrscheinlichkeit von 1/3 und damit entscheidet sich der Roboter glücklicherweise mit einer relativ hohen Konfidenz für die richtige Interpretation des Befehls. Soweit nachvollziehbar. Wie gesagt, es funktioniert dann genau wie der Viterbi-Algorithmus für HMM, wenn man ein realistischeres, aber dann leider auch viel größeres Beispiel durchexerzieren würde. Das Problem hier, das als Beispiel zu zeigen, ist einfach, dass wir die Ambiguitäten bei einer kontextfreien Grammatik, wenn man eine übliche Syntax verwendet,
erst auf einer viel größeren Ebene entstehen, wo wir Attachment-Ambiguitäten oder Koordinations-Ambiguitäten kriegen und es damit schwer ist, das in so ein kompaktes Beispiel zu packen, wie bei dem Hidden Vitabe-Algorithmus für Paul-Speech-Tagging. Ich hätte noch eine Frage kurz. Warum berechne ich dann nochmal das eine zwei Drittel und das andere ein Drittel ist? Warum gehe ich nicht einfach mit dem, was ich schon gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit für T1 ist höher? Also, anhand der weiß ich, also der erste Vitalby-Algorithmus liefert mir einfach, dass T1 der wahrscheinlichste Baum ist. Damit weiß ich, dass ich mich dafür entscheiden will. Wenn ich zusätzlich diese Margin Probability berechne, dann kann ich, also die interessiert eigentlich nicht wirklich. Was interessiert, ist die Wahrscheinlichkeit, die bedingte Wahrscheinlichkeit der gewählten Analyse. Das war ja sozusagen der Konfidenzwert. Wenn hier 51% stehen würde, dann würden, oder vielleicht sogar nur 40%, wenn es viele Alternativen gibt, dann wissen wir ja, das Modell ist gar nicht sicher, dass es die richtige Analyse ist. Wenn hier 99% rauskäme, dann wüssten wir, das Modell sieht eigentlich nur diese Analyse als Möglichkeit und alle anderen sind extrem unwahrscheinlich. Also es geht darum, sozusagen eine Art Konfidenzwert des Parsers zu haben. Ich hatte auch wiederholt gesagt, ein Vorteil der statistischen Modelle, des probabilistischen Ansatzes, ist, dass wir Wahrscheinlichkeiten rauskriegen, die wir als Konfidenzwert dann auch interpretieren können. Gut. Jetzt müssen wir noch als letzten Teil darüber reden, wie wir denn eigentlich die Grammatik trainieren. Also hier ist dann, wir haben jetzt die Implementierung der PCFG vollständig beschrieben. Wenn wir eine gegebene PCFG haben, können wir jetzt diesen Algorithmus im Prinzip implementieren und damit die wahrscheinlichste Analyse berechnen. Was uns fehlt, ist das Training. Wir wollen die Wahrscheinlichkeiten ja nicht manuell vorgeben. Wir wollen natürlich die Grammatik im Regelfall von Hand schreiben. Also davon gehen wir jetzt aus, dass die Grammatik vorgegeben ist, aber die Regelwahrscheinlichkeiten, die wollen wir natürlich aus Trainingsdaten lernen. Am einfachsten ist das im überwachten Training wieder, also überwachtes Training bedeutet hier, wir brauchen einen Korpus, bei dem jeder Satz eine manuelle syntaktische Analyse gekriegt hat. Und zwar nicht nur irgendeine Analyse, sondern eine, die zu unserer Grammatik konsistent ist. Das heißt, so ein Korpus mit manuell erstellten syntaktischen Annotationen wird auch als Treebank bezeichnet. Also weil wir eine Phrasenstrukturgrammatik baumförmige Analysen kriegen. Es ist also eine Sammlung von Parsbäumen, deswegen Treebank. Sie können jetzt aber nicht hingehen und Ihre Grammatik schreiben und dann einfach die Penn Treebank nehmen und Parser damit trainieren. Wenn Ihre Grammatik andere Strukturen baut als die Penn Treebank, dann funktioniert das nicht mehr. Also das wäre zum Beispiel mit dieser Grammatik hätten wir ein massives Problem, weil die meisten Linguisten ja der Meinung sind, die meisten Linguisten sind ja der Meinung, dass so eine Präpositionalphrase nicht eine Nominalphrase angehängt wird beim Attachment, sondern eigentlich an das Kopfsubstantiv. Also das Kopfsubstantiv wird von der Präpositionalphrase, ähnlich wie es durch ein Adjektiv modifiziert wird, modifiziert. Deswegen sollte es auf so einer niederen Ebene entweder daran oder an RateBox angehängt werden, aber eben, dass der Determinant erst die komplette Nominalphrase abschließt. Wenn Sie eine Treebank haben, die so diese eher linguistische Interpretation hat, können Sie dieses Modell nicht trainieren, weil Sie überhaupt nicht die passenden Bäume finden. Also hier haben wir eigentlich noch ein fast noch größeres Problem. Beim Tagging ist wenigstens nur das Tagset festgelegt, aber hier ist natürlich noch viel mehr Wahlmöglichkeiten drin in der genauen Spezifikation der Grammatik. Und wenn Ihre Grammatik nicht exakt der Grammatik der Baumbank entspricht, dann können Sie auch nicht trainieren damit. Also eigentlich muss man für eine Grammatik, die Sie haben, müssen Sie erstmal eine passende Baumbank erstellen oder versuchen, die Penn Treebank automatisch zu konvertieren, sodass sie zu Ihrer Grammatik passt. Und falls wir das haben, dann ist es wieder relativ einfach. Überwachtes Training können wir direkte Schätzwerte verwenden. Also die Wahrscheinlichkeit von der Regel A, für eine bestimmte Regel A, zu rechter Seite Alpha, also sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit für, dass ein Satz aus Nominalphrase und Verbphrase besteht, das ist genau genommen eine bedingte Wahrscheinlichkeit, weil ich ja gesagt habe, an der Stelle, wo ich diese Regel anwende, kommen nur alle Regeln in Betracht, die als linke Seite dieses A haben, beziehungsweise hier den Satzknoten. Weil das ist ja vorgegeben an der Stelle.
Deswegen handelt es sich hier eigentlich, was ich hier geschrieben habe, könnte ich präzise schreiben, als eine bedingte Wahrscheinlichkeit für eine Regel gegeben die linke Seite. Also unter der Vorgabe, dass ich die linke Seite weiß, will ich jetzt eine Regel zu mich auswählen. Und das zeigt uns auch schon die Normierungsbedingungen. Denn bei so einer bedingten Wahrscheinlichkeit, wenn ich die Bedingung festhalte und über alle möglichen Regeln hier aufaddiere, dann muss ja immer 1 rauskommen. Deswegen hatte ich genau diese Normierungsbedingungen. Ja, und dann, wenn man es so aufschreibt, als bedingte Wahrscheinlichkeit, dann ist doch, glaube ich, klar. Ich muss dann sehen, wie oft diese Regel in meinen Trainingsdaten vorkommt und setze in das Verhältnis, also welcher Prozentsatz aller Fälle, wo ich die Regel anwenden könnte, also aller Situationen, wo ein Satzknoten in einem Baum erscheint, in welchem Prozentsatz dieser Situation erscheint genau diese Regel. Kann man auch wieder ableiten aus Maximum Likelihood Estimate, ist tatsächlich das, was die Wahrscheinlichkeit der Bäume des Trainingskorpus dann maximiert. Es hat auch die vertrauten Probleme. Denke Sparseness mag erstmal erstaunlich erscheinen, dass es bei einer Grammatik, also wenn Sie selbst mal die Grammatik geschrieben haben im Wintersemester, dann haben Sie vielleicht so 10 oder 20 Regeln. Es klingt nicht nach was, was Data Sparseness erzeugt. Es gibt 2 Gründe, warum es Data Sparseness geben kann. Das eine ist, hier haben wir auch lexikalische Regeln. Also was schön ist an dem Modell ist ja, dass wir zwischen der versteckten und der Oberflächen eben nicht mehr die Trennung, also nicht eine Trennung in Übergangswahrscheinlichkeiten und Ausgabewahrscheinlichkeiten, sondern wir haben einfach nur noch Regelwahrscheinlichkeiten. Manche für Phrasenstrukturregeln, andere für lexikalische Regeln. Bei den Phrasenstrukturregeln haben wir vielleicht gar keinen Smoothing-Bedarf, aber bei den lexikalischen Regeln, denn da muss ich ja alle möglichen Wortformen berücksichtigen, die die Grammatik nachher abdecken soll. Also habe ich dann zum Beispiel für die linke Seite N, für ein Substantiv, Tausende oder Hunderttausende von Regeln brauche ich dafür eigentlich. Deswegen brauchen wir da wieder Smoothing und im Prinzip entspricht es den Ausgabewahrscheinlichkeiten hier, also verwendet man die gleichen Tricks. Also entweder hier eben ein gutes Smoothing, aber typischerweise noch so Out-of-Vocabulary-Tricks oder dass sie anhand von Wortsuffixen dann für unbekannte Wörter Wahrscheinlichkeiten berechnen. Wahrscheinlichkeit für Präterminal, also Part-of-Speech-Kategorie gegeben, Suffix des Wortes und das Ganze dann wieder so umdrehen, dass es in das Modell reinpasst. Also im Prinzip so, wie es die Hidden Markov Tagger dann machen, die richtig ausgefuchst sind. So, ein anderer Grund, warum man Smoothing braucht, ist, es kann natürlich noch sein, dass manche Regeln, die Sie manuell schreiben, einfach in der Baumbank noch nicht vorkommen. Manche Strukturen sind halt so selten oder ein bisschen ein anderes Genre oder kommen eher aus einer anderen Textsorte, sodass sie in den Trainingsdaten nicht auftauchen. Dann typischer aber noch, dass man die Regeln letztlich doch nicht selbst von Hand schreibt. Da die ja genau der Baumbank entsprechen müssen, ist eine Strategie, dass man nicht die Grammatik von Hand schreibt, sondern einfach die Regeln, die in der Baumbank vorkommen. Also man schaut sich alle Parsbäume an, welche Verzweigungen tauchen auf und sammelt die als Regeln der Grammatik auf. Das führt dazu, viele Baumbanken, insbesondere die englische, also die Pantry Bank, als auch die deutsche, die Tiger Baumbank, verwenden sehr flache Strukturen. Nominalphrase mit Artikel und 2 Adjektiven würden Sie als Linguisten ja wahrscheinlich so analysieren: Artikel, Adjektiv, Adjektiv und Substantiv, also so eine rekursiv verschachtelte Analyse. Damit kommen wir mit 2, 3 Regeln noch. Also in dem Fall bräuchten wir jetzt 3 Regeln für die Nominalphrase. Baumbanken bevorzugen oft flache Analysen, weil sie weniger strenge theoretische Annahmen einzubauen und würden die typischerweise so analysieren. Ich habe einfach die Nominalphrase, die aus dem Artikel 2 Adjektiven und Substantiv besteht. Und dann haben wir eine Regel, Nominalphrase besteht aus Artikel und Substantiv, aus Adjektiv und Substantiv, Artikel ein Adjektiv, Substantiv, Artikel, Adverb, Adjektiv, Substantiv und so weiter. Wenn Sie so eine Grammatik erstellen, und das passiert üblicherweise, das ist das Gängigste eigentlich, dass man aus der Baumbank solche Grammatiken ableitet, dann kann ich Grammatiken kriegen, die Tausende, vielleicht Hunderttausende von Regeln enthalten. Wenn Sie nächstes Jahr in Statistik lernen, im 4. Semester,
und wir genug Zeit haben, dann können wir das dann tatsächlich mal ein Beispiel aus der Tiger-Baumbank durchrechnen. Da sind nämlich Daten ziemlich mal die Häufigkeitsverteilung von Regeln zusammengestellt und dann kann man abschätzen, wie viele Hunderttausend oder sogar Millionen von Regeln da zusammenkommen, wenn sie es auf größere Textmengen anwenden würden. Das ist also der Grund, warum man da dann auch wieder ein Smoothing braucht. Und man kann sich sogar überlegen, eventuell kann ich hier ja sowas wie Interpolation oder Backoff anwenden. Also nicht die bedingte Teil ist eigentlich nur das hier oben, aber man könnte es dann auf der rechten Seite versuchen, auch so eine Art Backoff-Verfahren zu machen. Wenn ich diese Regel nicht kenne, wenn die nicht aufgetaucht ist, dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich kenne aber die Regel Artikel, Adjektiv, Substantiv und dann ist naheliegend, oder zumindest wenn ich eine mit drei Adjektiven sehe. Und ich habe eine mit einem und mit zwei gesehen und alles andere gleich, wäre es ja naheliegend, dass das mit drei auch möglich ist, dass man also solche Regeln in der Wahrscheinlichkeit legt, mit so einer Art Backoff-Verfahren. Das hängt sehr davon ab, welche Regeln so Sie haben. Jetzt wollen wir noch kurz über ein paar Erweiterungen sprechen. Also im Prinzip funktioniert das ganz analog zu dem anderen, mit ein paar Anpassungen und natürlich, je nachdem wie strukturiert ist, noch etwas komplizierter. Jetzt wollen wir doch nochmal kurz zu den Merkmalsgrammatiken zurückkommen. Also fürs Englische sind PCFD wunderbar geeignet eigentlich, da sind die Merkmalsgrammatiken schon betrieben. Fürs Deutsche hatten wir ja gesehen, dass es eigentlich doch schöner wäre, solche Merkmalsgrammatiken zu haben, zum Beispiel um Agreement-Phänomene zu behandeln. Also um sicherzustellen, dass in der Nominalphrase Kasus Numerus Genus Kongruenz herrscht. Ich habe hier nur mal Kasus Numerus genommen, das ist schon genug. Zwischen Artikel und Substantiv oder Kongruenz zwischen dem Subjekt des Satzes und dem Verb. Nämlich eine Numeruskongruenz muss vorliegen, also das erste, zweite oder dritte. Person eigentlich, das habe ich hier weggelassen, bei der Nominalphrase muss es dritte Person sein. Numerus, Singular oder Plural. Und die Nominalphrase muss im Nominativ stehen. So. Wir hatten ja im Wintersemester haben Sie ja sicher gesehen, dass man mit dem Pumping-Lemma beweisen kann, dass bestimmte Strukturen nicht durch kontextfreie Grammatiken beschrieben werden können. Und man hatte dann auch versucht, solche Strukturen in natürlicher Sprache zu finden. Man hat so ein paar Beispiele, so ein paar leicht zweifelhafte Beispiele aus sehr weit entfernten Sprachen oder wenig bekannten Sprachen wie das war diese Bantu-Sprache ist dafür bekannt und Schweizerdeutsch, also eben Sprachen, die Kami entspricht. Allerdings für die meisten Sprachen, vor allem für Englisch und Deutsch und andere sehr weit verbreitete Sprachen, konnte man noch keinen formalen Beweis führen, dass sie nicht durch kontextfreie Grammatiken geschrieben werden können. Also es ist so, dass es viel schöner ist, eine Merkmalsgrammatik zu schreiben, aber es lässt sich zumindest formal nicht zeigen, dass Strukturen da bestehen, die wir gar nicht durch kontextfrei erfassen können. Also letztlich können wir ja auch solche Agreement-Phänomene durch kontextfreie Grammatiken beschreiben, indem wir eine sogenannte Subkategorisierung vornehmen. Indem wir eben sagen, ja gut, es reicht halt nicht die Kategorie NP, das Nicht-Terminalsymbol NP zu haben. Ich muss diese zusätzlichen Merkmalsinformationen, die Merkmalsgrammatik direkt verarbeiten kann, einfach mit in das Symbol reinpacken. Muss also zum Beispiel statt NP alle möglichen Kasus-Numerus-Kombinationen in das Symbol reinschreiben. Also statt einer Kategorie NP zu haben, kriege ich jetzt 8 Kategorien. NP im Nominativ-Singular, Genitiv-Singular, Dativ-Singular, Akkusativ-Singular, Nominativ-Plural, Genitiv-Plural, Dativ-Plural, Akkusativ-Plural. Dadurch gehen wichtige Verallgemeinerungen verloren, weil in der kontextfreien Grammatik die Nicht-Terminalsymbole wirklich arbiträre Symbole sind und der Zusammenhang, den ich hier in der Benennung sehe, der geht dabei verloren. Also für die Grammatik sind es eigentlich völlig verschiedene Symbole, die ganz verschiedene Regeln haben können, ganz verschiedene Strukturen bilden könnten. Dass es sich immer um eine NP handelt, das ist da eigentlich nicht mehr zu sehen. Aber wenn ich das so gestalte und dann eben für jedes dieser Symbole entsprechende Regeln einführe, die das Agreement sicherstellen, dann kann ich Kongruenz innerhalb der Nominalphrase eben auch mit der kontextfreien Grammatik abbilden. Oder Kongruenz zwischen Subjekt und Verb, indem ich eben hier nur Regeln zulasse, also ich habe die gleichen Kategorien, Subkategorien für die Nominalphrasen,
machen eine analoge Subkategorisierung für die Verbphrasen mit Numerus und so hier zum Beispiel Tempus und würde dann für das Subjekt eben nur Kasus Nominativ zulassen, das ist diese Merkmalsbeschränkung, Kongruenz zwischen Numerusmerkmal herstellen, also nur Singular mit Singular und Plural mit Plural. Das Tempus des Verbs spielt dabei aber keine Rolle, hat keinen Einfluss darauf, welche Kombinationen hier möglich sind. Das ist einer der Nachteile dieser dieses Subkategorisierungsansatzes ist natürlich, dass ich in so einem Fall dann immer Regeln vervielfachen muss, indem ich eben für jeden möglichen Merkmalswert dieses irrelevanten Merkmals Tempus eine Regel einführen muss, damit ich auch jedes Tempus hier haben kann. Es wäre jetzt sehr unschön, wenn man Grammatiken wirklich so schreiben müsste. Man kann aber natürlich sehr leicht ein Computerprogramm schreiben, das das übernimmt. Also sozusagen eine Merkmalsgrammatik in dieser Form schreiben und dann automatisch entsprechende Subkategorisierung durchführen, Regelersetzung durchführen zu lassen. Und man kann sich wie einen Compiler vorstellen, der die Merkmalsgrammatik hier in eine kontextfreie Grammatik kompiliert. So wird oft versucht, Merkmalsgrammatiken dann zu disambiguieren, zu schreiben die Merkmalsgrammatik, lassen sie in eine kontextfreie Grammatik kompilieren und dann wird einfach daraus eine PCFG gemacht, eine PCFG trainiert auf diesem sehr komplexen Regelsystem. Auch wieder ein Grund, warum sie Data Sparseness bei den Regeln kriegen. So entstehen natürlich dann sofort Grammatiken mit Hunderten oder Tausenden von Regeln. Okay, die Einschränkung ist, das Ganze funktioniert, solange Sie eigentlich nur Merkmalsbündel verwenden. Sobald Sie echt rekursive Merkmalsstrukturen haben, lässt sich es natürlich nicht mehr übersetzen, denn Merkmalsgrammatiken sind ja mächtiger als kontextfreie Grammatiken. Ich kann nicht jede Merkmalsgrammatik übersetzen, aber solange man solche einfachen Kongruenzabfragen macht, ist die automatische Übersetzung tatsächlich möglich. Also das ist ein wichtiger praktischer Aspekt. So. Jetzt, damit wir nicht zu positiv gestimmt sind für die letzte Semesterwoche, kommen wir wieder zum selben Punkt, den wir bei den Markov-Modellen hatten. Also die PCFG sind eigentlich eine tolle Sache, aber es gibt doch viele Sachen, die sie wieder nicht richtig machen können. So ähnlich wie wir es bei den Markov-Modellen argumentiert haben, kann man argumentieren, dass keine PCFG, egal wie gut sie trainiert wird, diese beiden Sätze und die beiden Sätze richtig disambiguieren kann. Also hier ist angezeigt die intendierte Struktur, die rauskommen soll. So show the letter to marry oder open the letter to marry, wobei to marry dann letter modifiziert. Analog unsere berühmte Ambiguitätsbeispiel, I saw the hill with trees, I saw the hill with glasses. Natürlich wieder nicht mit der Ameisenhügel-Interpretation, sondern mit der wirklich sehr naheliegenden Interpretation, dass ich ohne Brille nichts sehe. So, kann mir jemand erklären, es ist analog zu dem, was wir vor 2 Wochen hatten, kann jemand erklären, warum die PCFG das nicht schaffen kann? Ja? PCFG schaut immer noch eher nach Struktur und nicht Bedeutung. Und es ist eine Bedeutung, wo hier der Unterschied entsteht. Das ist die richtige Richtung. Also ist aber letztlich, also es geht nicht darum, die richtige Struktur zu finden. Also es ist schon ein Strukturunterschied, aber er hängt von der Bedeutung ab. Also es kommt ja letztlich aus der Bedeutung von Show and Open, dass ich den nach hier hängt von der Bedeutung ab. Aber wenn wir uns nochmal auf das konzentrieren, können wir das noch formaler ausdrücken, also können wir sozusagen mathematisch erklären, warum das nicht klappt. Wir haben ja gesehen vor dem Beispiel, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass für einen bestimmten Teil der Phrase dann das genaue Wort genommen wird, sehr, sehr klein sind und die Strukturen an sich viel mehr Einfluss haben auf die schlussendliche Wahrscheinlichkeit. Und da hier die Bedeutung eben durch die Wörter zustande kommt, genau, sie arbeiten sich immer näher ran. Ich versuche es nochmal
zu illustrieren. Also das sind jetzt natürlich nicht die korrekten Strukturen. Im Prinzip haben wir aber da zwei mögliche Bäume hier. Also für den ersten Satz sind es mal zwei Bäume, die interessieren. Das ist jetzt der erste, Should the Legend of Mary, das soll den zweiten darstellen. Und die Wörter. So, was ja berechnet wird, ist die Wahrscheinlichkeit von Baum 1 und die Wahrscheinlichkeit von Baum 2. Wer erscheint sich dann für den, mit der höheren Wahrscheinlichkeit? Die Wahrscheinlichkeit ist das Produkt aller Regelwahrscheinlichkeiten. Also wenn ich jetzt sage, die Wörter sind so präterminal, also praktisch die Regel mal die Regel, das sind die Phrasenstrukturregeln, mal drei lexikalische Wahrscheinlichkeiten. Das, die Wahrscheinlichkeit vom zweiten Baum ist die mal die Regel mal diese drei lexikalischen Wahrscheinlichkeiten, das sind aber dieselben wie oben. Erinnern Sie sich bei dem Beispiel, das ich vorhin mit Herbe gemacht habe, alles unten war ja gleich, der einzige Unterschied war, wie die oben zusammengefügt war, dass der Unterschied zwischen beiden Bäumen, dann kann man es auch noch schön sehen, entstand der nur durch das, was wir hier oben dann als Struktur, also unterschieden haben die sich ja nur in diesen, da hinten ist alles gleich, der einzige Unterschied sind die beiden Wahrscheinlichkeiten, die oben dann multipliziere. Und genau das ist hier auch der Fall. Die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten sind gleich. Das heißt, ich habe die Wahrscheinlichkeit mal die beiden, im anderen Fall mal die beiden. Das heißt, welcher der beiden Bäume wahrscheinlich ist, hängt nur von den beiden Strukturwahrscheinlichkeiten her, von diesen Strukturregeln. Und wenn ich jetzt die Wörter ersetze durch irgendwas, ändern sich zwar die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten, aber in gleichem Maße für die beiden alternativen Möglichkeiten. Und damit wird die Entscheidung, wenn das hier die höhere Wahrscheinlichkeit hat, wird es sich immer dafür entscheiden, völlig egal, was für Wörter drinstehen. Das heißt, diese PCFG, das schien so elegant, dass die sowohl die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten als auch die Strukturwahrscheinlichkeiten in ein Modell packt. Aber in Wirklichkeit für unsere Disambiguierung spielen die lexikalischen Wahrscheinlichkeiten fast gar keine Rolle. Nur dann, wenn ein Wort noch Part-of-Speech-Ambiguitäten hat, dann kriege ich natürlich die Wahrscheinlichkeit, welcher Part-of-Speech-Tag wahrscheinlicher ist. Wenn mir das beides valide Analysen liefern würde. Aber für solche Strukturdisambiguierung können die Worte überhaupt nicht genutzt werden. Das ist eine ganz schlimme Einschränkung. Hier ist natürlich genau dasselbe Fall. Habe ich auch zwei Strukturen, die immer die gleichen, und die beiden Alternativen haben immer die gleichen lexikalischen Wahrscheinlichkeiten, deswegen können die Wörter keinen Einfluss darauf nehmen, was genommen wird. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob jemand eine Idee hat, was man da machen könnte, aber hier steht es ja schon. Also wir müssen irgendwie versuchen, lexikalisches, die Wörter in das Wahrscheinlichkeitsmodell reinzubringen. Da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten. Im Prinzip bedeutet das, dass man den Markov-Annahmen wieder abschwächt. Also wir haben diese wunderschönen, starken Markov-Annahmen gemacht, die uns ein ganz einfaches Modell gebracht haben. Und jetzt sehen Sie, was passiert, wenn man zu starke Vereinfachungen macht. Also wir haben ja einfach zu starke Markov-Annahmen, das Modell ist einfach, aber es ist so einfach, dass zu viel Information verloren geht. Und jetzt könnte man versuchen, in verschiedener Weise die wieder etwas abzuschwächen. Die einfachste Art, das zu tun, ist die sogenannte Kopflexikalisierung. Da sagt man, jede Verbfrage, also das ist auch was typ, eine übliche Annahme in der Syntax, in der theoretischen Syntax, dass jede Phrase von einem lexikalischen Kopf ausgeht. Also eine Verbphrase entwickelt sich aus dem Verb raus, eine Nominalphrase entwickelt sich aus dem Substantiv raus und so weiter. Das kann man auf die kontextfreie Grammatik übertragen, indem man sagt, ich markiere auf der rechten Seite, was der Kopf ist, und diese lexikalische Information kann dann teilweise auch in dem Fall über mehrere Schritte hochgereicht werden. Also ich würde, wenn ich hier das Verb habe, dann würde ich sagen, der Kopf der Besatzes ist das Verb, der Kopf der Verbphrase ist das Verb, also schreibe ich als Kopfinformation an die Verbphrase das Verb dazu und würde vielleicht auch sagen, der Kopf von einem Satz ist der Kopf der Verbphrase, also würde ich diese Verbinformation auch bis zum Satz benutzen. Und dann kann man das einfach berücksichtigen, indem man sagt, das ist Teil meiner Vorbedingung. Also ich berechne jetzt bedingte Wahrscheinlichkeiten, nicht nur gegeben die syntaktische Kategorie der Phrase, sondern auch gegeben das Kopflemma. Also das ist eine lemmatisierte Wort, also Xeme. Und das bedeutet, dass ich jetzt für das Verb give eben andere Regelwahrscheinlichkeiten haben kann, als für das Verb read oder write und so weiter. Also es ist eigentlich relativ linguistisch naheliegend, intuitiv, und man kann sehen, dass man damit eigentlich ganz gut solche
was man oft als Subkategorisierungs- oder syntaktische Präferenzen bezeichnet. Also, dass ich letztlich die Subkategorisierungsrahmen von einem Verb, ob es transitiv, intransitiv, detransitiv gebraucht werden kann, sowas kann man sehr gut lernen damit. Das ist recht beliebt, weil es recht auch leicht zu implementieren ist. Und hier kriege ich zwar schon erhebliche Data Sparseness. Hier können Sie übrigens wieder die klassische Back-off machen. Also wenn Sie das Verb häufig genug gesehen haben, dann nehmen Sie die Wahrscheinlichkeit. Wenn Sie ein Verb selten gesehen haben, dann lassen Sie das einfach weg, machen Back-off zu der allgemeinen Wahrscheinlichkeit für die Regeln, die nicht der nicht-lexikalisierten Wahrscheinlichkeit. So gesehen lässt sich dieses Modell auch praktisch relativ gut umsetzen, weil wir eine gute Back-off-Möglichkeit haben. Leider ist es so, dass wir das damit immer noch nicht hinkriegen. Können Sie intuitiv erkennen, warum eine kopflexikalisierte PCFG die beiden Sätze immer noch nicht richtig disambiguieren kann? Das, was die kopflexikalisierte PCFG macht, ist, dass eben jede Regel noch mit sozusagen die Wahrscheinlichkeit, eine Regelwahrscheinlichkeit von dem Kopf der jeweiligen Phrase abhängt. Also die Wahrscheinlichkeit für eine Regel hier mit der Nominalphrase hängt von hier ab, die Wahrscheinlichkeit für eine Regel mit der Verbphrase hängt von so ab, also sie und so weiter. Versuchen wir hier rein zu quetschen. Also im Prinzip, sagen wir mal, das ist hier die. Im Prinzip geht es um die Nominalphrase, also um den Knoten Nominalphrase. Das Wesentliche ist ja hier das Attachment. Da geht es um den Knoten Nominalphrase, also Objekt des Verbs. Das soll dieser Knoten sein. Der Kopf der Nominalphrase ist in beiden Bäumen ja hier. Und das Wesentliche ist jetzt die Entscheidung, ob die Nominalphrase die Struktur det n hat oder die Struktur nppp, also das Attachment macht. Das heißt, im Wesentlichen geht es um die Regel, gegeben, dass Nominalphrase sind gegeben, die Kopflexikalisierung hier. Aber die ist ja in beiden Sätzen gleich. Das heißt, und anschaulich ist es auch wieder so, der Unterschied kann ich, es ist ja in beiden Fällen hier und ich habe verschiedene Strukturen. Das heißt, ich kann es nicht an einem Wort festlassen, auch mit Trees und Glasses. Wenn ich hätte I saw the man with glasses, dann wäre es am Weg, da könnte auch zu anderen Attachment wirklich sein. Das heißt, es hängt nicht wirklich an einem der Wörter, es hängt an der Kombination. Also Hill with trees ist wahrscheinlich, Hill with glasses ist unwahrscheinlich. Deswegen, daher kommt das. Das heißt, wenn Sie das noch richtig machen müssen, dann muss man bilexikalisieren. Es gibt dann auch bilexikalisierte kontextfreie Grammatiken und man kann sich eben noch alle anderen Möglichkeiten, man kann ganze Baumfragmente, man kann also im Prinzip diese Markov-Annahmen, die gemacht wurden, schrittweise abschwächen. Ich muss zugeben, die Forschung hat gezeigt, dass die meisten von den Sachen, auch wenn sie sehr komplex werden, die Parsing-Ergebnisse oft gar nicht mehr groß verbessern. Also man kriegt dann so viel Data Sparseness wieder, dass man sich den Gewinn an Mächtigkeit mit Problemen des Trainierens auf den Baumbanken erkauft und letztlich gar nicht viel besser ist. Und es gab mal ein sehr berühmtes Paper, wo gezeigt wurde, dass mit einer völlig unlexikalisierten Grammatik auch schon sehr gute Ergebnisse erreicht werden können, wenn die an anderen Stellen optimiert wird, wenn die richtig optimiert ist mit ein paar anderen Tricks, dann kommt man auch ohne die Lexikalisierung zu guten Ergebnissen, hat damit eine viel effizientere und einfachere Grammatik. Damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.